Jetzt war ja da hier aus der, von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft der Bernhard Veratschnik geladen heute und der wurde ja auch befragt, auch in dieser Causa Wolf. Inwiefern war er denn dort involviert und was hat er dazu gesagt? Ja, der Veratschnik ist der Oberstaatsanwalt, der ist Gruppenleiter, das heißt, der hat unter sich, das kann man so vorstellen wie ein Team, ja, das sind 7 Staatsanwälte und in diesen Staatsanwälten ist auch einer ganz bekannter, nämlich der Matthias Burkhardt. Das ist der Staatsanwalt, der alle SMS-Chats ausliest. Also der hat sozusagen dieses Untersuchungsgold in der Hand, dieses Aufklärungsgold, der versorgt uns, oder nicht nur uns, sondern die Staatsanwaltschaft selber mit diesen heiklen SMS, wo es ganz viele Pausen gibt. Und der Gruppenleiter Veratschnik war bei hauptsächlich viel Hausdurchsuchungen dabei. Das ist, weil er halt Leiter ist, ist er eher in der übergeordneten Aufsicht dabei. Das heißt, er war bei der Hausdurchsuchung zum Beispiel beim Fellner dabei, oder bei Hausdurchsuchungen von verschiedenen anderen beschuldigten Personen, beim Blümel zum Beispiel hat er Kenntnis gehabt. Also gibt es verschiedene Komplexe, wo er auch dabei war und ja, hat uns sehr viele interessante Details eigentlich gesagt. Das muss man schon sagen, Was hat denn der anscheinend. Bernhard Veratschnik zu Pilnercheck noch gesagt? Hat es etwas so etwas wie ein System Pilnercheck gegeben? Ja, diese Staatsanwälte sind natürlich sehr loyal. Also jetzt im Sinne von, die hauen natürlich jetzt keine politischen Message raus, wie Politikerinnen und Politiker. Das ist auch immer ein bisschen verständlich. Also die erzählen jetzt nicht über diese übertriebene, also wie oft Politiker sagen, sondern er sagt halt, ja, er hat einen Druck gespürt, es hat ganz viele Überprüfungen und Anzeigen gegeben. Und das ist natürlich auch was für die Staatsanwälte, die was immer mehr unter Druck kommen. Das beschäftigt dich auch in der Arbeit. Ja, die Staatsanwaltschaft hat ganz viele heikle, also Wirtschaftskorruption, Staatsanwaltschaft hat sehr viele heikle Themen zu bearbeiten. Und das beschäftigt natürlich auch die Staatsanwälte, wenn sie immer wieder angezeigt werden, Disziplinarverfahren haben oder sonst irgendwie in den Medien zerrissen wird. Und das macht da ja auch was mit der Arbeit. Und daher plädieren wir, dass man die Justiz ruhig arbeiten lassen soll. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir in dem Untersuchungsausschuss haben eine politische Konsequenz uns anschauen. Und die juristische, das ist Aufgabe der Justiz. Und die sollen ermitteln. Ja, die haben die SOG, also die haben das Bundeskriminalamt, die Polizei und auf der anderen Seite die Justiz. Und die ermitteln diese juristischen Fälle ab. Kann man aus diesen Aussagen schlussfolgern, dass es ganz klar politischen Einfluss auf die Behörde gegeben hat? Auf die Wirtschaftskorruption, Staatsanwaltschaft oder auf die, oder, also es zeigt sich in den Chats, dass es sehr wohl Druck gegeben hat von oben auf die WKStA. Das meine ich jetzt von der Fachaufsicht, also jetzt von der Oberstaatsanwaltschaft und auch von Seiten des Ministeriums heraus, also sprich vom Pilnercheck. Das zeigen die SMS, dass es da immer wieder Überlegungen gab, wie man die WKStA beschneiden wollte und auch unter Druck bringen wollte. Das ist klar dokumentiert und zeigt sich auch so. Und deswegen gibt es ja auch, ist auch Pilnercheck unter anderem ja auch mehr oder weniger nicht mehr dort, wo er ist. Und entsprechend dem gibt es natürlich auch laufende Verfahren, aber das ist natürlich abzuwickeln. Das macht auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die beschäftigt sich genau mit dieser Causa. Jetzt ist Also es es. sind laufende Verfahren, das ist mal alles sehr spannend.